bin noch richtig geschwollen im Gesicht. So früh seht ihr mich normal gar nicht in letzter Zeit mehr. Es geht schon, aber Wahnsinn, die Wassereinlagerung zurzeit, die ich habe. Ich habe eigentlich relativ gut geschlafen, muss man sagen. War zwar ab und zu wach, aber ich konnte immer wieder einschlafen. Das war sehr positiv. Bernd ist gerade mit dem Smurfy raus. Calvino schläft natürlich noch. Wir haben, weiß ich nicht, 7 Uhr oder so. Heute wollten wir eigentlich einkaufen gehen. Wir müssen Buchhaltung machen. Und fertig machen muss ich mich natürlich. Ich sehe aus wie ein Schweinchen. Ich bin so weiß im Gesicht. Unglaublich. Ich nehme immer nur Tagescreme, aber das bewirkt echt schon einiges. Im Gegensatz zu gar nichts. Ja. Achso, und den Kaffee, den malen wir uns jetzt seit einiger Zeit immer morgens selber. Also ich glaube eigentlich seit dem Lockdown, weil wir da die Zeit dafür haben. Und wir testen zurzeit so die Kaffeesorten durch. Und ich schmecke da nie so einen großen Unterschied. Aber Bernd sagt, der von Aro, also der aus der Metro, der günstige, die Eigenmarke aus der Metro, schmeckt ihm am allerbesten. Mir schmeckt er eigentlich immer gut. Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Na gut. Ich werde jetzt erstmal zusehen, dass ich richtig wach werde. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Aber die können dich dann zum Wertstoff hochbringen. Ja, wir wollten ja eh nochmal Sperrmüll bestellen. Ach, Smurfy, hast du die Gelegenheit ertappt? Nee, du bist zu lahm. Geh runter. Also, wir haben unsere Mikrowelle, glaube ich, kaputt. Die wärmt nicht mehr. Gestern mehrfach Essen versucht. Warm zu machen. Ging nicht, es war immer kalt. Jetzt testen wir nochmal, ansonsten kommt sie jetzt weg. Dann wolltest du die vom Laden erstmal mitnehmen, ne? Hier hin. Will ich Toaster mitbringen und die vom... Willst du dann den Toaster von hier mitnehmen zum Laden? Dann schließe ich den hier ab. Weil der ist ja viel schöner, auch den wir am Laden haben. Ja, am Laden haben wir halt so einen großen mit 4 Schlitzen. Bitte? Nicht so alt. Ja, das stimmt. Der ist auch schon 10 Jahre alt oder so, hier der Toaster. Aber der tut's ja noch, ne? Wäre schade, den zu entsorgen, wie die Kaffeemaschine. So. Dann kann ich ja gleich den Toaster in die Kaffeemaschine reinmachen. Ach, in die Kaffeemaschine, in die Mikrowelle dann zum Mitnehmen. Ja, und ich glaube, heute werde ich die Fenster abschmücken. Ich schaffe das heute. Da treffe ich mich auf. Na, eigentlich schon. Test, test. Arschkalt, ne? Eiskalt. Ja, also kommt sie weg. Komisch, ne, dass sie läuft, aber nichts. Und wir, guck mal, wir brauchen eine Mikrowelle für meine Stillpads, wenn ich demnächst hier... Ja, deswegen bringe ich die ja mit. Ja, dass wir noch eine haben und keine kaufen müssen. Yay. So, dann kommt der Toaster da rein. Passt das? Ja, passt. Okay, okay. Zack. So, das erste Fenster ist jetzt abgeschmückt und ihr kennt das bestimmt noch aus unserer alten Wohnung, diese Folien, die wir immer auf dem Fenster hatten. Die hatten wir ja früher komplett übers Fenster. Und jetzt habe ich halt nur so ein kleines Stück gemacht, einfach damit man hier nicht so reingucken kann. Und ja, das mache ich jetzt hier auch. Und hier auch, dass man nicht immer diesen schrömmeligen Wintergarten so sieht im Hintergrund. Das stört mich nämlich immer total in den Videos. Sorry, mein Anblick. So, ist ein bisschen besser mit mehr Licht, ne? Ja, ich weiß, die Haare sind zu hell, Gesicht auch und... Egal, müssen wir jetzt einfach mitleben. So, jetzt gibt es erstmal Frühstücksshake. Bisschen Vitamine, alles was wir so brauchen. Das Rezept dazu, falls ihr das haben möchtet. Wir trinken ja jeden Morgen 2 Liter davon. Das Rezept ist in der Infobox. Das ist da immer drin jetzt, weil ich da oft nachgefragt wurde. Manchmal ist auch Grünkohl mit drin und dann ist der ganz grün. Aber man schmeckt den Grünkohl nicht. Das ist echt lecker. Hat man halt direkt am frühen Morgen ausreichend Flüssigkeit, Vitamine und die Leinsamen, die da drin sind. Dann könnt ihr auch immer gut auf Toilette gehen. Ne, Smurfy? Du magst den auch, ne? Ja. Hm? Ja. Was kriegt er?
Ein Kohlrabi-Blatt? Nee. Nee. Ja. Betty, wo ist dein Platz? Ach, Kaki. Hey, geh mal ab auf den Platz. Ja, wer hat jetzt die Mikrowelle mitgebracht? Und unseren Riesentoaster für 4 Scheiben. Oder für unseren Groß. Oder für die Riesen, genau, wenn wir selber Toastbrot deswegen backen. Mach ich das für super. Shake ist auch schon fertig. Ja, und da habe ich jetzt auch schon, guck mal, hast du noch gar nicht gesehen, der Wintergarten ist jetzt zu. Dann sieht man den Schrömmel nicht mehr so. So schön. Das fandst du so schön? Ja. Sehen. Wir können ja dann die Tür auflassen, wenn du da rausgucken möchtest. Ja, und weiter geht's mit Abräumen. Bitte? Ich gebe ihm das immer. Gehen und fällt einfach raus. Müdigkeit. Es ist Schlafenszeit, sagt er. So, ich habe jetzt soweit die Fenster fertig. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich habe jetzt die Scheiben aber nur hier im Esszimmer beklebt, in der Küche. Das sieht man nicht, ne? Nicht so ganz. Und zum Wintergarten. Im Wohnzimmer habe ich sie so gelassen, die Scheiben. Da kann keiner so reingucken. Jetzt habe ich Hunger. Ich wollte mir hier Reste von gestern machen. Wir hatten ja gestern Indisch bestellt, hatte ich euch im Vlog gezeigt. Und ich habe noch was übrig. Das ist so ein indisches Curry mit Blumenkohl und Kartoffeln. Und Fladenbrot ist da auch noch bei. Das mache ich mir. Und Pizzabrötchen haben wir sogar auch noch. Ja, und da wir jetzt die neue Mikrowelle hier haben, also neu, die ist ja nicht neu, aber halt die kaputte ist weg, kann ich mir das eben schnell in die Mikrowelle reinmachen. Ich habe gerade Smurfys Spielzeug sortiert. Und den wieder gefunden. Den kann man so an den Fliesen mit dem Saugnapf festmachen. Und ja, jeder normale Hund würde hier an diesem Ball ziehen. Hier dran. Ne, hier, da würden andere Hunde dran ziehen. Aber nicht unser Smurfy. Er macht's direkt da. Ja, und da ist er dann immer ein bisschen beschäftigt. Wenn so Spielzeuge lange verschwunden waren, dann sind die wieder interessant. Nee, das ist Müll. Hier sieht's aus jetzt wie Sau, weil ich den Boden noch nicht gemacht habe. Hier standen noch 2 Umzugskartons die ganze Zeit. Die habe ich jetzt weggepackt. Und eine Kiste hier, die muss nach oben nachher. Da sind Fotos drin. Ja, und dann, während ich das hier hingestellt habe, habe ich gesehen, dass die ganzen Ritzen hier voll so mit Hundehaare sind, Beagle-Glitzer. Deswegen habe ich den Staubsauger geholt. Die Ritzen kriege ich super mit dem Ding hier sauber. Das mache ich jetzt mal. Smurfy, wo bist du? Komm hier. Ich bin die Pizza. Komm, dann gehen wir gucken. Oben muss ich ja auch saugen. Smurfy, was machst du hier? Hm? Aus, nicht das Nasenspray. Aus! So ist fein, super. Ja. Bist du zum Spielen aufgelegt? Oh, warte, jetzt kriege ich dich. Ach so, und ich habe Bettwäsche bestellt, habe ich euch erzählt. Die ist angekommen. Die zeige ich euch nachher. Und das muss ich gleich alles einräumen. Hat Bernd schon nach oben gebracht, den Wäschekorb. Netterweise. So, das ist jetzt die Bettwäsche, die ich bei Otto bestellt habe. Flieder und Taupe. Allerdings, es kam mit Hermes und die Tüte war auf. So. Aber ich habe schon geguckt, ich habe ja 4 Teile bestellt und das ist nur eine Teillieferung. Also 2 Teile wurden jetzt nur geliefert. Und wir schauen uns die jetzt mal an, wie die so aussieht. Also ich wollte ja unbedingt Bettwäsche mit Knöpfen haben, weil bei uns immer die Reißverschlüsse kaputt gehen. Habt ihr das Problem auch? Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Ich habe extra so ein mit Muster genommen und nichts so Uni. Sagt man Uni dazu, wenn das so einfarbig ist? Ich stelle mich mal hin, dann sieht man es, glaube ich, besser. Also.
Das ist das Kissen. So, warum ich das jetzt nicht in einfarbig genommen habe, ist, weil der Hund bei uns schläft, damit man die Haare nicht so sieht. Ich habe auch noch Flieder-Spannbettlaken bestellt, dass es so zusammenpasst. Knöpfe sind es auch wirklich. Ich hatte nämlich schon mal Knöpfe bestellt bei Amazon und dann waren es Reißverschlüsse. So, und die, wenn hier mal einer abgeht, dann kann ich einfach einen neuen dran nähen. Ganz einfach. Und ich hatte auch schon mal, dass so ein Knopfloch kaputt gegangen ist. Aber das kann man ja dann auch einfach wieder zunähen. Sowas kriege ich ja hin. Aber an so einer 2 Meter Bettdecke einen Reißverschluss reinnähen, das kriege ich nicht hin. Mal abgesehen davon, dass ich nicht mal eine Nähmaschine habe. So, wie ist der Stoff? Sehr schön. Das ist Baumwolle, das war mir wichtig. 60 Grad und 100% Baumwolle. So, auch Knöpfe, die Bettdecke. Murphy, geh mal runter. Geh mal runter, ist nicht für dich zum Hinlegen. Ja. So, genau. Ja, guck, die ist doch schön. Dann kann ich die gleich direkt waschen. Bernd kocht für uns was ganz Feines. Das wird sowas, eine Art Sahnesoße, ne? Pilze. Und dann diese grünen Bohnen da hat er heute Morgen beim türkischen Supermarkt geholt mit Spaghetti. Und Smurfy, du möchtest auch, ne? Ja. Du machst den Bedarf. Er meldet Bedarf an, ja. Genau. Komm, Smurfy, wir gehen jetzt das Gäste-WC putzen. Komm. Er wird lieber dir helfen als mir. Und einen gemischten Salat gibt es. Das ist Eisberg, Paprika, Mais, Kidneybohnen und Zwiebeln. So. So. Wir gehen jetzt nach oben. Ich lasse mir ein Bad ein. Mache ich immer nur das kleine romantische Licht hier an. So. Einmal die Badewanne starten. So. Jetzt. Ich habe hier noch so einen Rest Badeschaum. Ich mache hier ein bisschen was rein. Da sind wir gerade am Aufbrauchen. Ja, heute war hier der Staubsaugerroboter oben. Deswegen sind die ganzen Teppiche hoch gewesen. Die lege ich jetzt einfach wieder runter. Und den Wäschekorb auch. So. Und da wir hier so einen kleinen minimalen Wasserdruck nur haben, das dauert ewig, bis die einigermaßen voll ist, räume ich in der Zeit die Wäsche im Schlafzimmer in die Schränke. So. Gehen wir hier rein. Da, die habt ihr ja schon gesehen, die Wäsche, die muss ich jetzt verräumen. Und das habt ihr noch gar nicht gesehen, ne? Hier ist ja das Beistellbett, das habe ich jetzt noch nicht bezogen. Also das habt ihr schon gesehen, das Beistellbett. Aber das Bernd hier, diese Lampen, die eine muss er noch hier drunter festmachen. Und dann kann ich die nämlich hier vom Bett anmachen und ausmachen. Und falls jemand fragt, die Glühbirnen haben wir genauso wie diese Glühbirnen von Ikea. So, was wir immer noch machen müssen, ist die Gardinenstange anbringen. Das haben wir irgendwie immer noch nicht gemacht. Ein bisschen sehr dunkel. So, hier sind wir jetzt im Büro. Das habt ihr auch, glaube ich, noch gar nicht gesehen, dass das hier umgeräumt ist. So. Also, hier war ja alles voll mit. Ja? Freitag? Okay. Hier. Halb. Guck mal, im Kalender ist er. Hi.
Ja, geh. Ich wollte eben baden gehen. Oder möchtest du baden? Nee, danke. Nee? Das reicht mir ja auch an Wasser schon. Ja, weil wenn du dich da reinlegst, dann ist es ja auch schon richtig. Genau, mit meiner Plauze. Achtung, Kamera läuft. Ich muss jetzt so tun wieder. So, bei uns gibt es jetzt Abendbrot. Calvino will noch nicht, aber wir, ne? Ich glaube nicht. Ich frage ihn gleich. Ich esse Salat. Noch nur abgeben, ne? Pflanze? Ja. Okay. Deine Kräuter? Doch, sind doch da, ne? Ja. Suppen, Kräuter. Suppen, grün. Grün, ja. Dinger. So. Und, wo ist das Dressing? Ist bestimmt im Kühlschrank, ne? Da. Calvino, hast du Hunger? Okay, wir essen jetzt schon mal Abendbrot. Bis gleich. Sag ich doch. Ja, habe ich ja gefragt. Ja, ja, aber wenigstens haben wir gefragt. Ja, ich würde ihn ja jetzt nicht sagen. Also, ne? Fragen ihn doch immer. Ja, sag mal, mich könnte die. Wenn er aus ist, dann fragen wir das nie, ob wir da ein Homepage gehabt. Was? Was? Nochmal. Was hast du jetzt gesagt? Normalerweise fragen wir ihn nie. Der ist ganz heimlich, ganz leise. Ach so. Machen wir jetzt nur für die Kamera, dass wir Calvino gefragt haben, ja, ob er essen möchte. Kommt da runter, warum fragst du mich? Ja. Kann ich auch noch hier so ein Garlic Bread von gestern essen, ja, ne? Oh. Oder einfach nur ein Head Bread. Da hat er aber auch schon mal bessere Zeiten. Der kam mit Kopfbrot. Garlic. Garlic ist nur noch hier Dings, Holz. Mal, wenn man das in der mal wegschmeißen. Ein Löffel. So gern, ein Löffel. Ach, schmeckt aber lecker. Der Geschmack ist ja das, was zählt, ne? Ich hoffe, dass das hier schmeckt. Ja. War. Ja? Ups, immer noch nicht da, ne? Ups, war immer noch nicht da, nein. So, Licht aus. Eben gucken, ich hatte heute nämlich schon die Bettwäsche, die habe ich euch ja gezeigt, ob die schon fertig ist. Ich habe die gewaschen, ne, noch eine Stunde 12. Ich lasse sie direkt mit trocknen im Trockner. Noch nicht fertig, egal. So, jetzt wollte ich mich vom Vlog verabschieden. Es sind heute noch 9 Tage bis ET, meine Lieben. Die Spannung steigt. Alles ist immer noch gut und ruhig, bis auf meine Haare, die sind unruhig, aber egal, ich wollte euch irgendwas noch erzählen, die ganze Zeit, aber ich weiß nicht mehr was, es ist mir total entfallen, ich weiß es nicht, vielleicht fällt es mir ein, ich erzähle euch jetzt noch irgendwas und irgendwann fällt es mir bestimmt ein. Ich habe heute so viel geschafft, ich bin unglaublich stolz auf mich, ich habe hier unten alle Fenster geputzt, ich habe den ganzen Weihnachtsschmuck abgerödelt und in die Kisten gepackt. Bernd hat die Kisten nach oben gebracht. Also Bernd und Calvino haben die Kisten nach oben gebracht. Ich muss nur noch im Wintergarten die Fenster putzen, aber abgeschmückt sind die auch schon. Was habe ich noch gemacht? Wäsche gewaschen ohne Ende. Unglaublich viel habe ich gemacht. Also halt den ganz normalen Alltag gesaugt, gewischt und sowas habe ich auch gemacht. Ich habe das Gäste-WC geputzt. Also so viel habe ich in der letzten Zeit nicht geschafft. Also es ist wirklich, glaube ich, Nestbautrieb und ich habe nochmal so einen richtigen Schub an Energie bekommen irgendwie, so richtig, so kraftvoll, sonst lag ich halt viel auf dem Sofa rum und so und heute war ich richtig nochmal voller Tatendrang und jetzt liege ich hier so und es tut so richtig gut zu wissen, dass man so viel geschafft hat und ich freue mich, wenn ich mir die sauberen Fenster angucke,
die jetzt neu dekoriert sind. Egal, für die meisten wahrscheinlich total unwichtig, aber weil ich so kraftlos war ein paar Tage, so auf dem Sofa rumgelungert habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, wenn du das nicht mehr schaffst alles und dann kommt die Kleine und dann wird es ja noch anstrengender als jetzt, wo sie noch im Bauch ist und so. Ich bin ganz gespannt, wie das wird, wenn die da ist. Also auch mit dem Tragetuch. Also bei Calvino hatten wir kein Tragetuch. Und da kannte ich das auch gar nicht. Ist ja halt auch schon viele Jahre her. Ich hatte hinterher so eine Trage, wie so ein Rucksack quasi nach vorne. Aber das hat ihm nicht so gefallen und mir auch nicht. Das sah irgendwie total ungemütlich aus. Aber mit dem Tragetuch, das ist da. Deswegen zeige ich da immer hin. Ich habe den Laufstall da wieder hingestellt und das hängt da so über dem Geländer, das Tragetuch. Wenn die dann so schön eingekuschelt ist hier und vielleicht klappt das ja auch mit dem Stillen in dem Tuch und so. Ich bin ganz aufgeregt, weil man heute kann man sich so schön informieren auf YouTube und Facebook und alles Mögliche im Internet. So viele Ratschläge. Ich bin so gespannt, wie das wird. Ob das wirklich entspannter wird diesmal, dieses Wochenbett. Ich glaube wirklich, das wird entspannter als beim ersten Mal. Unentspannter kann es nicht werden. Ich war so verzweifelt mit Calvino. Ja, weil ich gar nicht wusste, was los ist. Der Kühlschrank zieht sich gerade Wasser für Eiswürfel. Ich bin richtig eiswürfelsüchtig geworden. Ich habe immer Eiswürfel, die sind jetzt schon geschmolzen. Da sind nur so Mini-Dinger drin. Aber ich habe immer Eiswürfel im Wasser drin. Ja gut. Mir ist nicht eingefallen, was ich euch erzählen wollte. Tut mir leid. So langsam bin ich dann bereit, dass die Kleine kommen kann, wenn wir hier jetzt so alles gewienert haben und so. Dann, also es war halt die ganze Zeit so, ich habe zwar irgendwie gedacht, die kommt, weil schon so ein bisschen Anzeichen waren und so wie Frühwehen, diese Übungswehen und so, und die wurden immer stärker. Aber so, dann denkt man halt so, ja, okay, dann geht's vielleicht los. Aber man hat ja immer im Kopf, okay, ich würde gerne noch einmal so alles groß reine machen und den Weihnachtsbaum wegmachen, damit man wieder das Laufstall dahinstellen kann und die Fenster abschmücken und was man halt alles so noch machen wollte. Und jetzt wird jeden Tag ein bisschen was gemacht und dann bin ich echt bereit für die Geburt, dass sie dann kommt. Wir sind dann bereit, dass sie dann kommt. Ja. Okay, meine Lieben, ihr seht, die Vorfreude steigt immer mehr von Tag zu Tag. 9 Tage bis zum ET. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich will euch nicht länger damit langweilen mit meinem Rumgeschnulze hier. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen in alter Frische. Tschüss!